So, nachdem wir in der letzten Folge das komische Teleporter-Rätsel hier nicht wirklich lösen konnten, weil wir alle zwei Druckplatten in unterschiedlicher Reihenfolge schon gedrückt haben und auch den einen Knopf da hinten, bleibt uns nicht mehr wirklich viel Auswahlmöglichkeit. Ich hoffe ja immer noch, dass wir jetzt irgendwas vorbereitet haben, das wir dann später lösen können. Aber das ist wahrscheinlich nur ein... Oh, hier ist ja noch eine Druckplatte. So, und jetzt gucken wir wieder nach da hinten. Ha, Tür ist offen. Schöne Sache. Ein Serpent ist eine Schlangenart. Also ein Schlangenarmband. Schutz 2, Schutz vor Gift 50. Das ist mal eine Menge. Die kriegt unser Dieb, damit er nicht immer so schnell umkippt. So, Schutz 12. Und das ist auch unser erster... Welcher Slot ist das? Das ist der Armband-Slot. Unser erstes Armband. Schöne Sache. Aber das sagt mir auch, dass wir gleich mal gucken sollten, wo der Teleport hinführt. Zum einen. Und dass Rätsel meistens so lösbar sind, dass man sie auch gleich schafft. Und nicht irgendwie vorarbeiten muss für später mal. Was aber ja auch ganz schick wäre. So, wo kommen wir jetzt hin? Wusch. Noch ein Secret. Ein Secret hinterm Secret hinterm Secret. Unsichtbarkeit. Das ist doch was für unseren Luftmagier, denke ich mal. Oh, Luftmagie 19. Sollten wir unsere Zaubersprüche ein bisschen sortieren. Das sind die Erdzauber in der Reihenfolge. Und das ist unser Luftzauber. Aber Unsichtbarkeit klingt schon mal sehr, 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 sehr praktisch. Aber 19 Luftpunkte, das wird eine ganze Weile dauern. Oh, hier sind die Steine gelandet von uns. Und wir sind... Oh. Nicht wirklich weit teleportiert worden. So, also wir waren in dem Teleporter und jetzt bleibt nur noch der Teleporter hier wieder raus. Hier sind wir. Aber ja, hat sich definitiv gelohnt, der Spinne hinterher zu springen. Der wird wahrscheinlich in dasselbe Gebiet führen, aber da ist ein Schalter. Was auch immer das jetzt gemacht hat. Oh, ich höre Stein auf Stein knirschen. Also irgendwas hat es gemacht. Also der Schalter macht die Platte zu und die Platte zu. Aber nur für ein paar Sekunden. Und der Schalter hat irgendwo hinten eine Wand verschoben. Na gut. Gucken wir mal hier lang. Oh, bewegende Teleporter. Das klingt nach Spaß. Nicht. Ah, die bewegen sich aber schön gegen den Uhrzeigersinn. Den Stein nehmen wir auch mit. Hinten ist irgendeine Nische. Sonst ist hier aber kein Knopf oder dergleichen. Na gut, abspeichern. Nicht laden, Gottes Willen, speichern. So, und jetzt springe ich einfach mal in den Teleporter, um zu gucken, was passiert. Wir werden einfach nach vorne geschoben. Das ist okay. Nächster Test, ich springe jetzt mal da runter. Schau, wo wir rauskommen. Wir kommen genau da raus, wo wir eben auch schon mal waren. Also gut, haben wir nichts verpasst. Aber jetzt haben wir wenigstens die Gewissheit, dass es da nicht lang geht. War der Teleporter schon immer da? Du bist jetzt mal D. Nö. Wir haben wieder mal irgendwo irgendein Secret gefunden. Ein Buch des der Gesundheit. Das klingt nach permanenten Stats. Ein dickes Buch, das genauestens beschreibt eine Diät und Bewegungsabläufe der Einsiedler von Basabua. Gibt 25 Lebenspunkte. Das ist eine Menge. Ha. Da fällt mir gerade mal so auf, kann man das eigentlich mit nur einem Charakter spielen? Das wäre doch auch mal eine Herausforderung. Aber ja, nicht ablenken lassen. 25 Lebenspunkte ist eine Menge. Ich weiß nur nicht, wem ich es wirklich geben soll.
Ich bin versucht, es unserem Dieb zu geben, obwohl er inzwischen ja fast genauso viele Lebenspunkte hat wie der Krieger. Oder halt einem der Magier, aber... Nee, unsere Tanks sollten es auf jeden Fall bekommen. Nur welcher? Also er wird seltener getroffen. Dafür, wenn er getroffen wird, kriegt er viel Schaden. Weil er halt mehr Ausweichen hat als Schutz. Bei ihm ist es genau andersrum. Er wird öfters getroffen, dafür kriegt er dann allgemein weniger Schaden. Und er hat mehr Lebenspunkte als der andere. Außerdem denke ich, dass die Krieger-Stats eher darauf ausgelegt sind, genau, die bringen auf Stufe 5 10 Lebenspunkte, auf Stufe 12 10 Lebenspunkte, auf Stufe 19 Lebenspunkte. Und beim Dieb? Oh, auch, aber nicht ganz so häufig. Also ja, wenn, dann sollte der Dieb das bekommen. Na gut. Ach, 114. Schicke Sache. Also es lohnt sich auf jeden Fall, nach diesen Secrets zu suchen. Und das finde ich auch richtig so. Denn wenn man einfach so durchstürmt durch das Spiel auf schwer, sollte es nicht wirklich möglich sein, das Spiel zu beenden. Das wäre sonst richtig langweilig. So finde ich das genau richtig. Man muss sich umgucken, man muss auch ab und an mal zurückgehen, um sicherzustellen, dass man nichts verpasst hat. So muss das sein. Apropos zurückgehen, ich guck mal ganz kurz hier zum Eingang. Hier waren ja noch zwei Falltüren und ein Weg nach unten schon. Und da ist irgendwas an der Wand. Nur was? Schmeißen wir mal einen Stein? Er kommt nicht wirklich weit. Und sind wir hier schon runtergesprungen? Nee, ich glaube nicht. Weil es irgendwie Spaß macht. Oh, schön, neues Gebiet. Ich hatte irgendwie den Verdacht, dass wir jetzt schon wieder in das andere Gebiet runtergeschmissen werden, wo wir jetzt schon zweimal gelandet sind. So, Teleporter nach draußen. Giftwolke gehen mal weg. Wir wollen das Essen einsammeln. Apropos Essen, du hast auch gleich Hunger, das heißt, du kannst essen. Du bist noch voll. Die Insekten sowieso. Obwohl er hier keinen Happen vertragen. So. Und was haben wir hier noch? Eine richtige Lederhose. Die wird besser sein als sein Lendenschurz. Ja, definitiv. So, Lendenschurz kann weg. Nichts zum Drücken. Das heißt, wir haben hier nur ein paar Erfahrungspunkte abgestaubt, einen Happen zu essen und eine ordentliche Hose. Was ja auch nicht schlecht ist. So, du bist noch nicht aufgeladen. Schade. Dann müssen wir wohl zurücktappern. Ups, da wäre ich doch fast reingelaufen. Und ich höre eine Spinne im Hintergrund hin und her tripseln. Auf ihren 8 langen, haarigen Beinen. Uah. So, speichern wir mal ab. 12, ja. Okay. Und jetzt laufen wir einfach dem Teleporter hinterher. Obwohl. Ja, nee, da kommen wir nicht durch. Also hinterher. Oh. Da ist eine Druckplatte, aber da ist eine Tür im Weg. Die Druckplatte hat da hinten irgendwas aufgemacht. Wie soll das funktionieren? Das Ding müssten wir irgendwie zubekommen. Da könnten wir hier lang laufen, was auf die Druckplatte legen, schnell rüberhuschen und dann da lang. Wenn ihr wisst, was ich meine. Die Tür geht auf. Und wieder zu. Und auch wenn ich da einen Stein hinschmeißen würde, würde sie auch zugehen. Seht ihr dieses komische Karree, das da auf dem Boden erscheint? Also das schräge Viereck. Schmeiß einfach mal so einen Stein durch. Gucken, was passiert. Nix. Gar nix. Das Viereck könnte einfach nur ein Schatteneffekt sein, weil die Teleporter gerade richtig stehen. Ja, da muss ein Gewicht drauf liegen bleiben. Na gut, probieren wir jetzt einfach mal einen Stein oder einen Pfeil darauf zu legen. Vielleicht werden ja nur körperliche Wesen verschoben.
Nö, der Pfeil ist jetzt auch weg. Da ist schon mal ein Stein. Wo ist unser Pfeil? Da ist unser Pfeil. Also mein Plan wäre echt, da was raufzulegen und da irgendwie rüber zu springen. Nur wir können nicht springen. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste, dass wir könnten. Alternativ können wir mal die Wände absuchen, ob hier irgendwo ein Schalter ist. Aber es sieht nicht wirklich so aus. Komisch. Machen wir die Tür hier zu? Vielleicht bringt das hier irgendwas? Ups. Nö. Okay, immer wieder im Kreis laufen und zurück zu teleportieren bringt nicht wirklich was. Atmen wir mal kurz durch und überlegen. Wir haben eine Falltür in der Mitte, die wir bisher nicht schließen können. Wir haben eine Druckplatte, die die Tür öffnet, aber die durchgehend gedrückt sein muss. Wir selbst können nicht drauf stehen bleiben, weil wir wegteleportiert werden, genauso wie jeder Gegenstand sofort wegteleportiert wird. Das heißt, wir haben nur ein Fenster von 1, 2, 3, 4, 3 bis 4 Sekunden, in der wir da was rauflegen können und dann durch das Tor gehen. Wir haben irgendeinen Schalter übersehen. Oder durch irgendeins von den Gittern kann man vielleicht was durchwerfen? Nee. Wäre auch komisch, wenn man durch manche Gitter durchwerfen kann und manche nicht, wenn sie alle gleich groß sind. Die Wände sind auch alle solide. Ja. Au. Wir haben uns gerade selbst einen Pfeil in den Rücken geschossen. Jetzt. Machen beide Teleporter das gleiche? Ja, anscheinend schon. Das ist doch echt komisch. Ah, da ist noch eine Druckplatte. Okay, also, wir laufen jetzt da hin, schmeißen da was drüber und das müsste auch liegen bleiben, weil da kein Teleporter lang huscht. Schön, schön. Pfeil. Hinterher. Schmeißen. Das Ding ist jetzt zu, das heißt, wir können jetzt da rauf und erstmal uns umgucken. Pushen wir hier mal durch, um zu gucken, ob hier vielleicht irgendwo ein Secret ist. Oder Giftbomben, sag ich doch. Wir haben jetzt Frostbomben, Feuerbomben. Wo ist die Giftbombe? Da ist die Giftbombe. Alles schön beim Dieb, wie sich das gehört. Und ich höre eine Spinne. Wahrscheinlich dieselbe wie vorher. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine neue Falltür. Was machen wir bei neuen Falltüren? Wir speichern ab. Wir springen runter. Und wir sind da, wo wir schon mal waren. Schade. Aber muss ja ausprobiert werden. Wir wollen ja nichts verpassen und so. So, das heißt, wir müssen wieder hier rum. Da... Oh, wir können mal ganz kurz gucken, ob der blaue Kristall inzwischen wieder aufgeladen ist. Weil das ist ja doch recht praktisch. Wir brauchen keine Fackeln dabei. Und kein Essen. So. Tok, tok. Da rum, li rum, la rum, Löffelstiel. Was ich will, das ist nicht viel. Ich will nur einen Stahlplattenpanzer, einen Stahlzweihänder und noch ein paar mehr von den Büchern. So, also da kamen wir nicht rüber. Vielleicht später. Was haben wir hier noch? Da ist ein Schalter, den wir nicht rankommen. Telekinese wäre noch ein sehr schöner Zauber, den wir bekommen könnten. So, jetzt müssen wir da was rauflegen und dann ganz schnell hier durch die Tür. Nehmen wir einen Pfeil. So, jetzt ist hinter uns der Weg zu, was keine gute Ausgangslage ist. Und die Fackel geht aus. Ja, und gleich noch 10.000 Spinnen von vorne. Wenn es hart kommt, dann gleich richtig. Hm? So, alles vorbereitet. Nur kommen keine Spinnen. Was ja schon mal positiv ist.
Und hierdurch können wir wieder zurück. Vergiftet werden, denn das kostet jedes Mal ein Gegengift. Und wir haben nur begrenzt Kräuter. 175 Erfahrungspunkte. Das ist mal eben doppelt so viel wie die Gegner am Anfang. Kein Wunder, dass wir so schnell aufsteigen. Oh, ich höre noch eine Spinne. Trippel, trippel, trippel. Trippel, trippel. Oh, das wird langsam richtig weitläufig, also dass man mehrere Entscheidungsmöglichkeiten hat, wo man lang gehen kann, was an sich ja ganz okay ist. Und das Trippeln ist hier lauter als hier, also wird die Spinne dahinter sein. Na gut, gehen wir einfach erstmal links an der Wand lang. Oh, Spinneneier. Huh. Jetzt wollen wir die kaputt machen oder nicht? Weil wenn sie da liegen bleiben, spawnen vielleicht neue Spinnen und neue Spinnen bedeutet zwangsläufig mehr Erfahrungspunkte. Ich verlange ein Opfer. Ja, wir haben bestimmt noch irgendwo einen Stein. Ist zwar kein sehr würdiges Opfer, aber besser als nichts. Und nehmen wir mal das Messer. Ja, das Messer ist wieder da. Hä? Oh. Und hat was mitgebracht. Ein Eisenschlüssel und eine... noch eine Seidenhose für unsere distinguierten Insektoiden. Hier haben wir noch eine Bauernhose, die ist aber nicht so gut wie alles andere. Also kann die mal hier bleiben. Jö, wir haben einen Eisenschlüssel und wir haben hier kein Schloss. Nur den Knopf für die Opferanlage. Hm. Na gut, hauen wir sie kaputt. Alles andere wäre ja cheaten. Aber da ist nichts drin. Schade, ich dachte, da wären irgendwelche Gegenstände. So, wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Aber vorher müssen wir erstmal abspeichern und einen kleinen Cut machen. LP 13. Und wir sehen uns gleich wieder hier im Spinnennest.